Guck mal die Quelle von ihr. Warte, guck mal jetzt. Das hier ist ein, also, das ist ein Screenshot, in dem steht, es ist 7 Uhr morgen und Roblox ist immer noch down. Da steht nicht mal die Behauptung, dass Roblox dann online kommen wird. Da steht, dass es immer noch offline ist. Und es ist nicht von Roblox, sondern es ist von irgendeiner Sparklesgrot. Ohne Likes. 10 minutes ago. Würde mich nicht wundern, wenn du das bist. 7 PM 30th October, but they're not. Was? And then people said they were gonna... Dann haben die Leute gesagt, sie werden 2 Uhr nachmittags zurück sein. Be back at 2 PM. Ich dachte, yesterday Roblox said tomorrow it would work at 2 PM. Wann? Wo? Woher bezieht ihr eure Informationen? Was sind eure Quellen, Leute? But they're not too. Was? Also Roblox clarified. The reason for that crash. Okay, the nice claim Chipotle partnership brought down the game. Roblox has rubbish claims, yeah. Es hat, liegt nicht an Chipotle. Und dann? The reason for their crash has nothing to do with the Chipotle event. Ja? And nothing to do with the Dot Me event. Ja? So, what could it be? I was kicked out of the game as well. Was? Und warte, was ist hier gerade über den Screen gelaufen? Willst du mich verarschen, Lady? So sah das für dich aus? So sah das für dich aus? Watch Dogs einfach. Auf jeden Fall, Bro. Now they say, wo? Ja, wo? Was sind deine Quellen? Mädchen, was ist los mit dir? Und die hat noch mehr. Am 1. November? Oh mein Gott. Und sie blendet diesen gefälschten Screenshot ein, der auch gar keinen Sinn macht. Wir haben den schon komplett... Die möchte nur Attention grabben, das ist offensichtlich. Die möchte einfach nur Klicks und Views und was nicht alles haben, indem sie so einen Müll postet. Wie gesagt... Aber die Leute glauben sie wirklich in den Kommentaren. We are so sorry to announce, but due to bankrupt. Das heißt erstens due to bankruptcy, wenn du schon so schreibst. And over 10,000 inappropriate content. 10,000 inappropriate was? 10,000... Denn, hä? Uploads, Updates, Data, Files? Das Schlimme ist, die Leute glauben dir wirklich. Also das meine ich wirklich. Die schreiben unter den Kommentaren, dass sie dir das wirklich glauben und so. Wisst ihr, womit sie sich dann aus der Affäre ziehen kann? Ich stelle doch nur Fragen. Sie stellt nämlich keine Behauptung auf. Sie fasst ja nur diese ganzen Lügen zusammen und sagt dann, da muss wohl was dran sein. So, und der komischste habe ich dir jetzt... Warte, ich guck das noch zu Ende. Nein! Roblox ist mein Filmer. Auf jeden Fall. Alter.